Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, vielen, vielen Dank für den geilen Livestream gestern. Hat absolut Bock gemacht. Wir sind ordentlich reingegangen, haben nochmal ordentlich was geöffnet. Vor allem auch in der Beta, Freunde. Aber ich denke mal, zu der Beta kommen wir dann morgen, weil wir haben heute noch einiges vor, um zu besprechen, Freunde. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür für euren Support. Das war jetzt erstmal der letzte Stream, weil ich bin jetzt erstmal 2 Wochen im Urlaub. Den nächsten Stream wird es dann am 24. August wiedergeben. Könnt ihr gerne mit am Start sein, dann ja, gehen wir nochmal rein. Und genau, ja, wir haben eine neue Information, oder besser gesagt einen neuen Tweet von EA bekommen. So ein, ich finde ihn schon ein bisschen komisch, also einen mysteriösen Tweet hier von EA. Ich blende ihn euch jetzt mal hier ein. Das haben sie gestern um, ja, das war gestern Nacht, glaube ich, so gegen 1 Uhr. Haben sie das gedroppt auf Instagram, auf Twitter. Und da sieht man halt ja, das Logo von der FC Mobile, also von der FC Mobile App. Und in der Beschreibung steht eine brasilianische Flagge mit der Nummer 7. Hm, was könnte das bedeuten? Ich weiß es aktuell nicht. Viele in den Kommentaren meinen, dass es irgendwas mit Vinicius Junior zu tun hat. Weil ich meine, Vinicius Junior ist ein Brasilianer, trägt aktuell die 7 bei Real. Ich habe aber irgendwie keinen Anhaltspunkt, warum irgendwie Vinicius Junior. Falls ihr da eine Vermutung habt, schreibt es jetzt gerne mal in die Kommentare. Also, ich bin aktuell ein bisschen ratlos, sage ich euch so, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll. Also, ich meine, wir haben ja als Bild die, ja, das Logo vom neuen FM-Teil, vom neuen FM-Spiel. Und dann halt brasilianische Nummer 7. Keine Ahnung, Freunde. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Also falls es da jemand von euch ja, vielleicht besser interpretieren kann, könnt ihr es gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Genau, wir haben gestern im Stream die 140 Gäste geknackt. Ihr seht schon hier, wir haben die 140 Gäste geknackt. Dank PP. Ich habe mir gestern PP abgeholt vom Star Pass und der hat mir dann die 140 Gäste beschert. Endlich, Freunde, da habe ich sie. Let's go. Abfahrt, 140 Gäste ist am Start und das ist einfach nur nice, es ist endlich, es ist wichtig, wichtig und richtig. So lange gebraucht für die 140, so lange drauf hingeschwitzt und es ist endlich da. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, sonst haben wir im Retro-Stars eigentlich, ah ja genau, ich habe jetzt meinen Lacroix verkauft. Wir haben jetzt auch 2,1 Milliarden, Freunde, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil mit den Coins habe ich so einiges vor. Was ich davor habe, werde ich euch gleich sagen. Also ich habe gestern auf jeden Fall meinen Lacroix verkauft. Seht ihr hier für um die 490 Millionen, um den Dreh war es, glaube ich, habe ich den Verkauf bekommen, was auf jeden Fall noch sehr, sehr nice ist, weil ich meine, ja, so gute Coins nehme ich gerne nochmal mit. Ich habe jetzt hier nochmal ja, einen Sanchez draufstellen, aber ich glaube, der verkauft sich jetzt erstmal nicht so schnell. Vielleicht geht er jetzt auch irgendwie raus, würde ich cool finden, weil ich brauche ihn halt einfach nicht und die Coins nimmt man natürlich auch nochmal mit, ist ja klar. Ja, aber auf jeden Fall, was ich jetzt vorhab, Freunde, ist klar, ich werde den 117er Umtausch machen. Der ist auch bald am Start, ich habe bald die 3000 Punkte und die Coins sind auch da. Das heißt, ich kann mir dann einen wunderbaren 116er kaufen. Und zwar Prime Icon war das ja, glaube ich, ne? Das war Prime Icon hier. Jawohl, kann ich, ja, okay, die sind bei 1, ja, so krass ist, Alter, die sind teuer, ne? Die sind teuer, aber ich mach's, Freunde, ich mach's trotzdem, ich habe so Bock, ne? Ich habe so Bock auf den Umtausch. Junge, Junge, wird das geil. Da habe ich Bock drauf. Das wird so episch, ne? Ich hoffe, dass wir da... Boah, da, Junge, das wird geil, ne? Wenn man mal hier guckt, was man hier ziehen kann, ne? Junge, Junge, Junge. Haha, ich habe so Bock, ne? Also ich werde den auf jeden Fall machen, boah, das ist klar. Das ist klar wie Kloßbrühe. So, wir können jetzt hier nochmal reingehen in ein paar Skillspiele. Habe ich jetzt heute noch nicht gemacht. Ganz entspannt. Und ich weiß sogar gar nicht, ob ich den 117er spielen werde. Oder verkaufen werde, weil ich meine, die ganzen sind so bei, ja, was haben die für einen Marktwert? Ich glaube über 2 Milliarden, oder gerade so 2 Milliarden. Also das ist schon nicht ohne. Ich bin wirklich mal gespannt. Wenn es, boah, es ist eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, Ronaldo würde ich spielen, weil ich hätte so Bock auf einen Ronaldo. Ja, muss man halt schauen. Ist halt wirklich so eine Sache. Ich meine, so ein 117er zu zocken wäre natürlich auch richtig geil. Aber halt auch auf der anderen Seite die Coins, ne, die sind auch Schmackofasco. Uff, Freunde. Uff. Ich bin auf jeden Fall mal ja, gespannt. Erstmal muss ich einen ziehen und dann werde ich entscheiden. Oder ihr könnt mir ja dann auch bei der Entscheidung helfen. Aber ja, wird auf jeden Fall keine leichte Entscheidung, sagen wir es mal so.
So, jetzt haben wir das Skillspiel hier auch auf ganz entspannt. Und das heißt, wir haben jetzt, naja, guck mal hier, wir kommen dem Puppen immer näher. Ich meine, was ich jetzt auch gestern erfahren habe, was ich noch gar nicht wusste hier, bei Boni, kann man ja noch hier diese Nachholbonus machen. Das habe ich komplett verpeilt. Aber ist auch nicht schlimm, weil die werden jetzt in 3 Tagen entsperrt und da kriegt man am Ende 500 Punkte. Also, ich denke mal, wenn das hier entsperrt wird am Donnerstag, dann habe ich die 3000 und dann geht's ab, Freunde. Dann geht es ab mit dem Umtausch und dann wird eskaliert. Dann wird hier eskaliert. Dann gibt es keinen Halt mehr. Dann gibt's hier keinen Halt mehr. Das sage ich euch, Freunde. Das sage ich euch so, wie es ist. So wie es ist. Lampard ist auch bald am Start. Kann ich euch gleich mal zeigen. Bin ich auch schon gut dabei. Und bald kommt ja auch noch dann der 115er U-Trotz. Da bin ich auch mal gespannt, wenn ich da ziehen kann. Weil ich kann da nur mit Profit rausgehen. Weil ich habe halt keinen 115er U-Trotz in meinem Team. Deswegen kann ich da eigentlich nur mit Profit rausgehen. Kann ich das hier vielleicht noch schnell öffnen? Jawohl, kann ich. Okay, dann haben wir das auch. Dann kann ich mir jetzt hier nochmal den 100, was war's? 107, oder? War es 108? Ich weiß gar nicht. Wie viel hatte der Spieler? Und jetzt lädt's. Ey, bitte EA, mach es jetzt nicht. Ich bin gerade so im Flow. Jawohl, danke. So, der hatte. 109, achso, okay, gut. Dann holen wir dir mal den 109 ab. Mal gucken, was es wird. Mal gucken, was es ist. Und, Aldawaseri. Habe ich schon mal irgendwo gezogen, glaube ich. So, jetzt bin ich hier. Was kann man hier am besten? 112. Okay, ist sowieso untauschbar, aber nehme ich mit. Jetzt kennt ihr wahrscheinlich schon alle den Umtausch hier, wo man halt gute Coins machen kann. Und zwar, was kann ich hier irgendwas reinhauen? Ja, tauschbar. Ja, komm, ich hau Littmann ran. Ich hau ihn rein. Mal gucken, was wir ziehen. Wahrscheinlich 11 Millionen, oder? Oh, let's go. 22 Millionen. Vamos. Ja, jawohl. Wie gut, Alter. 22 Millionen gezogen. Junge, wie gut. Hier den Umtausch meine ich, da kann man hier ordentlich rein buttern mit den 106er, die sowieso nichts wert sind und sich dann hier ein paar Coins abholen. Ich meine, die gehen sowieso nicht raus und vom Preis her sind die jetzt auch nicht so, haben die nicht so eine krasse Differenz. Und daher kann man es machen. Gut, hier ziehe ich jetzt immer die 1,8 oder was? Hier ziehe ich jetzt immer 1,8. Ah, ja, okay, gut, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ja, okay, ist egal, wir haben mit 2,143. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Genau, ich wollte euch nur kurz zeigen, wie weit ich im Pass bin. Hier können wir mal Gratis-Pack abholen, jawohl. Zack, zack. Und wir ziehen Trainingsübertragungs-Items. Wunderbar. Hier muss ich noch machen. Ja, ich weiß. Hau ich jetzt noch durch die Championship. Dann habe ich das auch. Und dann hier zum Pass bin ich wunderbar hier bei Stufe 11. Und ja, ne, Lampard bei 30 ist auf jeden Fall... alles so Fahrwasser, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Das heißt, er wird dann auch bald am Start sein. Was auch sehr, sehr nice ist, weil den werde ich natürlich spielen. Ist ja ganz klar. Und genau, Freunde, ich würde sagen, das wird es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst kein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut. Bis dahin. Haut da rein. Und ciao.